Jo Leute, grüß euch und willkommen zu einer neuen Folge Dies und Das. Entschuldigung, dass mein Equipment noch immer so schlecht ist, aber wenn ich einmal mehr Geld habe, dann wird die Bildqualität um einiges besser. Mein erstes Thema heute handelt von einer Pflanze, die mit Drogen verbunden wird, die allerdings mehr kann. Und zwar der Hanf. Der Hanf ist vielseitig einsetzbar. Es gibt Hanfkekse zum Beispiel, die einen THC-Wert von 0,0% haben, also nicht berauschend ist. Und der Hanf wurde damals in der Seilerei verwendet. Also man hat Seile, logischerweise Seile draus gemacht und auch in der Medizin wieder eingesetzt. Ich kann euch nur so viel sagen. Ich habe einmal einen Hanfkeks, also eine halbe Packung Hanfkekse gegessen und ich bin nicht high geworden davon. Also das Klischee, dass man vom Hanf immer high wird, ist falsch. Thema Nummer 2 ist heute die Viren. Und zwar, man kann, wie ich heute erfahren habe, auch in jedes Programm ein Virus einschleusen, was ich natürlich niemals machen würde, weil ich kann es nicht und ich werde es nicht da. Ich habe nichts davon. Und leider geht es auch bei Programmen, die fürs Reinigen der Festplatten zuständig sind und die aber dann infiziert sind. Der Grund? Der Quellcode. Man schreibt ein Virus in einen Quellcode ein, das wird dann verbreitet, wumms, haben sie alle Rechner. Ja, klasse. Und er taucht erst dann auf, er gibt sich erst dann zu erkennen, wenn es zu spät ist. Bestes Beispiel aus den 90er Jahren, noch spät in den 90er Jahren, Johnny Castaway. Er wurde verkauft aus Bildschirmschoner, hat sich dann jedoch als Virus herausgestellt und das war so eine Figur, die auf einer Insel war und halt versucht hat, da wieder wegzukommen. Und jedes Mal, wenn sich der Bildschirm schon aktiviert hat, hat sich der Virus weitergefressen. Das Problem, die Leute, die Geschäfte, die den Virus verkauft haben, haben keine Ahnung davon gehabt. Und dadurch waren natürlich die Computer dann, generell in der Zeit hat es Rechner gegeben, die sich kaum dagegen wehren haben können, wehren unter Anführungszeichen. Und da komme ich ja schon zu meinem nächsten Thema. Es hat jedenfalls wieder was mit der Technik zum Tor, und zwar Computer an sich. Ich selber verwende jetzt hauptsächlich Apple-Geräte. Ich sage euch einmal kurz mein MacBook. Mit dem arbeite ich hauptsächlich da drinnen, also der hilft mir bei der Arbeit und der ist noch nie rausgekommen. Ich hoffe, dass ich ihn auch nicht reparieren lassen muss, weil der ist mir sehr, sehr wichtig, der unterstützt mich bei der Arbeit. Dann habe ich noch andere Apple-Geräte und halt noch einen alten Windows-Rechner. Übrigens, mein ältester Windows-Computer, der ist 16 Jahre alt geworden. Das war ein 386er. Aber den habe ich dann umgebaut. Den habe ich dann einmal ein bisschen aufgemotzt. Der hat im Originalzustand nicht mehr ein CD-ROM-Laufwerk gehabt, sondern nur ein A-Laufwerk, nennt sich das. Diskettenlaufwerk. Und während ich ihn gekauft habe, hat der sogar noch Windows 3.1 gehabt. Das Teil hat 40 MHz gehabt, ja, und das wird jetzt zu technisch, Entschuldigung. Aber ich kann euch empfehlen, wenn es zum Beispiel manche von euch haben ja schon daran gedacht, sich einen Sonnenaufgangwecker zu besorgen. Achtet darauf, dass das Licht nicht abrupt kommt, sondern langsam. Und es gibt auch Sonnenaufgangswecker, die keine beleuchtete Anzeige haben. Man kann es bis zu einem gewissen Grad auch dimmen. Allerdings fallen die
kriegt man die nicht unter 80 Euro. Leider. Ich habe mir einen besorgt, ich bin sehr zufrieden damit. Ich kann euch sagen, das Ding ist erstaunlich cool. Muss zwar permanent am Stromnetz hängen, macht aber nichts, weil ich habe mir einen gekauft, damit ich nicht nur von einem Gepiepe aufgeweckt werde, sondern auch von der Sonne, mit der ich allerdings auf Gragsos bin, aber das macht nichts. Ich hoffe, die Themen waren interessant für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Noch einmal Entschuldigung für das schlechte Equipment, aber ich kann euch versprechen, sobald ich mehr Geld habe, kann ich mir ein besseres Equipment leisten. Und dann, sobald ich mehr am Schwabach habe, dann besorge ich mir mal eine coole Kamera, also einen Camcorder. Und das dementsprechende Programm, das was auf dem MacBook Pro dann laufen wird. Danke fürs Zuschauen. Über ein Like würde ich mich, und Entschuldigung, dass ich mich jetzt schon wieder wiederhole, über ein Like, eure Kommentare und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Pfiat euch, bis zur nächsten Folge. Euer Mike.